Willkommen auf meinem Kanal und es geht weiter mit Spirit of the Island. Und es regnet zwar, aber wir lassen uns nicht davon abhalten, mal was zu essen. Denn ich habe was herausgefunden, beziehungsweise habe auch ganz oft Tipps von euch bekommen. Danke dafür nochmal. Man kann hier einfach auch die Bäume schütteln. Man muss sie nicht alle fällen und bekommt dann Äpfel. Und so können wir unser Überleben sichern hier. Ja, guck mal hier. Es ist zwar nicht in jedem Baum was drin, aber schon immer wieder. Na, guck mal, jetzt habe ich schon dreimal Glück gehabt. Ne? Das Glück ist ja auch manchmal mit denen dumm. Da habe ich ja ganz viel Glück. Nein. Ja, genau. Guck mal, wir kriegen sogar jedes Mal ein EP. Ist natürlich nicht viel. Nahrungssuche. So, und jetzt snacke ich die mal schnell weg. Warte mal. Da. Warte mal. Jetzt muss ich den erstmal essen. Ja, jetzt. Oh, jetzt haben wir es. So, die hauen wir auch mal, glaube ich, gleich alle drei weg. Na, viel bringt so ein Apfel natürlich nicht. Und da gehen wir auch nochmal gleich hin. Runter an den Strand. Denn dort sind Palmen. Und diese Palmen kann man auch schütteln. Und da gibt's, ja, was soll da runterfallen? Kokosnüsse, ne? Und mit denen kann man seinen Durst stillen. Also, kann man machen. Klar, man kann es auch mit den Flaschen machen. Geht natürlich auch gut. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich hatte ja noch, warte mal, schütteln wir gleich das Bäumchen hier. Schade. Oh, nee, da schüttel ich nicht. Da schüttel ich jetzt mal nicht. Weil da habe ich bestimmt gleich, Bienenstiche. Sehr schön. So, komm, hauen wir den mal weg. Ja, gut, Hunger erstmal gestillt, würde ich sagen. Runter zum Strand. Ich laufe hier total falsch, oder? Laufe ich richtig? Ach so, und mit Shift kann man schnell laufen. Warte mal. Damit läuft aber nicht schneller. Ich drück Shift. Oder Alt? Nein. Nein, es ist Shift. Ah, ich weiß, warum der nicht schnell läuft. Der Durst, der Kollege. Ja, warte mal, komm, wir schütteln mal schnell die Palmen. Krass. Das gab ja richtig viele Kokosnüsse. Oh, neuer Standort entdeckt. Südliche Anlegestelle. Sehr gut. Oh, guck mal, hier hängen richtig viele Kokosnüsse. So, die werden wir uns jetzt mal einverleiben hier. Genau. Zack. Der sprintet wahrscheinlich nicht, weil er Durst hat, ne? Ja, jetzt geht's. Genau, hier mit Shift. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Ey, das ist ja richtig gut. Können wir sie hinlegen? Nee, noch nicht. Aber später bestimmt. Ja, komm, ich hau noch ein paar Kokosnüsse vom Baum hier. Ja, naja, gut, ein paar mehr sammle ich noch. Da brauchen wir doch ein bisschen was. Also das ist sehr schön. Ja, danke für die Tipps, da freue ich mich natürlich auch. Denn manchmal brauche ich die, damit ich weiterkomme. So, komm, zack, zack, zack. Ja, wo ich schon mal hier bin, sammle ich gleich mal ein bisschen mehr, ne? Also ist schon ein Ding, der ist schon echt schneller unterwegs. Das bleibt sogar an, das ist super. Das Sprinten bleibt an, wenn du brauchst nur einmal Shift drücken. Dann bleibt er im Shift-Modus, ja, im Sprint-Modus. Und wenn du es wieder drückst, hört er auf. Das ist super, weil ich würde mir ganz schön die Finger verrenken hier. Wenn ich das die ganze Zeit aktivieren müsste. Das ist ja richtig gut. So, komm, wir sammeln jetzt mal ein bisschen Erde. Denn ich möchte gerne ein bisschen mehr anbauen. Gut, wir sammeln nicht mehr Erde, sehe ich gerade. Wir müssen mal was in die Kiste packen. Aber die ist wahrscheinlich auch schon wieder voll, ne? Oder? Oh ja, die ist voll. Die ist so voll. Warte mal, wir können doch. Packen wir das erstmal alles übereinander. Guck mal, das ist doch mal eine ganz gute Idee. So, schön. Und was brauchen wir nicht? Die Würmchen brauchen wir erstmal nicht. Das Fett brauche ich jetzt auch nicht. Brauche ich das eigentlich? Ich glaube, ich brauche nur Erde, ne? Packen wir auch erstmal rüber. So. Dann haben wir doch wieder Platz für Erde. Guck mal. Und dann bauen wir doch mal ein bisschen mehr an hier. Ja, dass wir mal ein bisschen zu Potte kommen hier. Ja, komm, die Würmer. Die Würmer brauchen wir garantiert für Köder. Hi-ho, hi-ho. Hau weg den Kram. Ja, ich muss jetzt, komischerweise muss ich die Grundlage des Anbauens, Gieße der Nutzpflanzen nochmal machen. Ich glaube, das ist aber, weil ich ja das gemacht habe, dann nicht geschlafen habe und dann speichert er das ja nicht. Er speichert ja immer nur, wenn man pennt. Das ist schön, kannst ja einfach auf der Stelle stehen, einfach was anbauen, fertig ist. Anbauen, einfach Erde einsammeln. Sehr gut. So, jetzt möchte ich gerne... Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was anbauen hier. So, komm. Wo ist das? Wo war das?
Oh, eine Steinbank. Brauche ich dafür Steine, Ziegel und... Ah, die Nägel, ne? Brauchst du auch Nägel? Hm, wir müssen mal an Nägel kommen. So, komm. Bam. Das ist ein bisschen doof, ne? Wo ich da stehe, da kann das nicht machen. Ja, komm, dann geh mal weg, Kollege. Noch mehr, komm. Ach, jetzt fehlt mir schon wieder Erde, oder was? Ja, gut, dann machen wir noch ein bisschen was. So, jetzt habe ich den Slot gefunden. Ja, das Schöne ist, also du hast keine Probleme, hier Würmer zu kriegen, ne? Die kriegst du ja auch ohne Ende. Ah ja, jetzt kann ich auch das mit dem Gießen mal nochmal machen. So, dann gießen wir erstmal. Beziehungsweise, nee, kann ich auch gleich machen. Das machen wir mal gleich, wa? Wenn ich die... Was fehlt mir da denn jetzt? Nee, ich hab doch genug. Ach, wahrscheinlich, weil das hier im Weg ist. Weil das hier im Weg ist. Da kenne ich doch Abhilfe. Wir kloppen das mal einfach weg. So, schön einsammeln den ganzen Kram. Jawohl. Jetzt haben wir wieder Platz. Und jetzt hauen wir da mal den ganzen Kram hinter, ne? Ja, ja, hier so schöne Bumm. Und da nochmal. Buff, buff. So. Captain Casual, der Großgrundbesitzer hier. Komm, weiter geht's. Braucht mehr Platz. Ne, wir haben Hunger. Dann können wir auch bestimmt noch... Also wir können ja kochen. Müssen wir auch mal schauen. Das brauchen wir wahrscheinlich irgendwie einen Herd oder eine Feuerstelle erstmal. Ja komm, das mache ich noch weg und dann... Dann reicht das auch erstmal. Sehr gut. Ja, du willst gewässert werden, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Dann machen wir auch gleich. Ah, jetzt fehlt mir Erde, okay. Ja, das finde ich jetzt doof. Jetzt will ich noch ein bisschen mehr Erde haben. Nee, das finde ich jetzt nicht schön. Ich möchte da noch ein bisschen mehr anbauen. Also die... Na, drei Dinger machen wir noch. Einmal den hier vorne. Und dann noch die zwei dahinter. So, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber ist ja auch egal. Viel hilft viel. So. Genau, da wollte ich einen hin, da wollte ich einen hin und da wollte ich einen hin. Sehr schön. Und dann, was bauen wir denn mal an? Was haben wir denn Schönes? Was haben wir denn noch nicht angebaut? Salat, glaube ich, haben wir noch nicht. Machen wir mal auf die 8. Mohrrüben. Weiß ich gar nicht. Mache ich mal auf die 9. So. Ja, da mal das ein bisschen rein. Das ein bisschen rein. Na, von allem ein bisschen hier. Achso, da habe ich zu wenig Samen. Okay, ja gut. Dann hauen wir da noch ein paar Mohrrübchen rein. Achso, guck mal, Mohrrüben habe ich schon. Da werde ich jetzt genau nicht genug Samen haben. Was haben wir denn noch? Radieschen habe ich noch. Komm, Blumenkohl. Habe ich, glaube ich, aber schon, ne? Machen wir mal auf die 8. Dann hauen wir mal Blumenkohl hin. Ja, es wird wahrscheinlich auch Samen fehlen, ne? Okay, man braucht anscheinend immer 6. Immer 6 Samen. Damit du das anbauen kannst. So. Ja, komm, dann machen wir noch ein schön bisschen. Oh, jetzt hat er das gewechselt. Okay. Also, das wird auch einfach wechseln. Gut, dann gießen. Wir müssen gießen. Hä, warum gießt er das nicht? Ach, habe ich schon wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Doch, das habe ich schon. Genau, das habe ich schon gegossen. Ist ja auch die Erde feucht. Ja, genau, jetzt ist endlich die Grundlage weg. 40 EP Reputation. Also Ruf kann man hier auch steigern auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin schon gespannt, wenn der erste Kram fertig ist hier. Wie viel wir dann da rauskriegen vor allen Dingen pro Feld. Weil da gucken ja mehrere. Teilweise Halme raus oder irgendwelche Gedöns da. Ach guck mal, jetzt hat er das gleich mitgegossen. Ah, guck mal, du kannst, wenn du dazwischen stehst. Gibt zu wenig Wasser. Ja komm, Wasser kriegen wir doch bestimmt hier oben. In unserem Fluss. Da gehen wir nochmal hin. Fluss. See. Es gibt zu wenig Wasser, ich weiß. Dann hol dir doch einfach mal Wasser. Ah, so macht er das mit E. Sehr schön. Oh, eine Angel. Ich hätte jetzt so Lust auf Angeln. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. So, wie ist denn das? Wenn ich jetzt hier zwischen 4 Feldern stehe, macht er dann 4 Felder oder macht er... So, jetzt machen wir mal hier. Ja, er hat das hintere, glaube ich, nicht so richtig, ne? Das linke oben, oder? Kann man schlecht sehen. Das müsste man mal machen, wenn die alle nicht gegossen sind. Also man kann auf die Weise auf jeden Fall... Also mindestens 3 Stück hat er.
Mindestens 3 Stück hat er gegossen. So, ja, entdecke deine Geschichte, das machen wir mal später. Ich möchte gerne ein bisschen was bauen. Ich habe Bock, irgendwas zu bauen. Lass doch mal schauen, aber das hier. Was wir Schönes bauen können. So, was haben wir noch? Avocado-Baum. Da brauche ich die Avocado-Samen. Olivenbaum, da brauche ich die ganzen Saaten für. Ja, Sprengler wird schwierig. Da fehlen uns Eisenbahnen, Schrauben. Oh, guck mal, ein Lämpchen. Oh, das ist voll teuer, ey. 700 Münzen. Da müssen wir doch erstmal was verkaufen. Eisen, ne? Eisen wäre richtig gut. Verkaufsbude. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo... Meine Spitzhacke habe ich ja eigentlich. Ja, da ist sie. Die packe ich mal auf die 2. Zack. Und ich habe schon wieder Durst, sehe ich gerade. Warte mal, aber da können wir doch was machen. Gegen Durst ist doch ein Kraut gewachsen. So, da ist überhaupt kein Problem. Ja. Jetzt ist es weg, genau. Und den Apfel kann ich noch weg snacken. Aber ich kann auch gleich mal ein paar mehr holen. Ja, so viel füllt er natürlich nicht auf. Ist auch gut so, ne? Ich meine, wir sollen ja auch irgendwelche Sachen herstellen. Es wird schon wieder Abend hier, ich dreh durch. Jo, eine Fähigkeit wurde verbessert. Die Nahrungssuche. Das haben wir ja schon mal verbessert. Also Nahrungssuche, da sind wir ganz groß drin, ne? Was haben wir denn da jetzt verbessert? Da, genau. Was haben wir bekommen? Die Holzausbeute beim Fällen von Bäumen erhöht sich um, wie viel war das? 30%? Das ist gut. Das Fällen von Bäumen erfordert jetzt 25% weniger Ausdauer. Das ist doch super. So, aber ich möchte jetzt mal schauen, ob wir hier ist auf jeden Fall ein Apfel. Ich hoffe nicht, dass das Bienennest mal auf der anderen Seite ist. Das wäre ganz schlecht. Aber wahrscheinlich wird es auch mal so sein. So, wir finden doch bestimmt hier irgendwie so ein Bergwerk. Oder so eine Mine. Ah, guck mal hier. Ja, moin. Uralte Höhle, neuer Standort entdeckt. Wo bin ich? Achso, ich bin wieder rausgegangen. Okay, wieder rein. Okay. Ich hole mir die Machete. Ah, warte mal, vielleicht können wir das wegkloppen hier. Jo! Hau weg! Hoffentlich ist Eisen drin. Eisen wäre jetzt richtig gut. Meine Taschen sind voll. Das ist ganz prima. Und ich bin sehr müde. Mist, ich muss zurück. Ey, da kommen wir auf jeden Fall nochmal hier gleich vorbei. Morgen früh gleich ab in die Mine, würde ich sagen. Und die Taschen leer machen. Eigentlich auch erstmal eine Kiste herstellen nochmal. Das wäre auch ganz gut. Ja, ich brauche nur eine Kiste auf jeden Fall. Eigentlich bräuchte ich schon größere Kisten. Laufe ich richtig? Ich laufe bestimmt falsch hier, ne? Ich laufe bestimmt falsch. Aber ich schüttel mal einfach einen Baum. Ich finde natürlich keinen Apfel. Hier ist einer drin. Da ist er. So, ich bin gerade falsch gelaufen, glaube ich. Hier muss ich lang. Ja, komm ich nach Hause. Genau, hier. Hier ist der Fluss. Warum sage ich immer Fluss? Alter, das ist ein See. Mit einem Wasserfall. Oh, jetzt wird er schon... Guck mal, weil er müde ist, wird er langsam. Schaffe ich das noch? Oh, das wird echt knapp. Das wird also wirklich sehr knapp. Schnell ins Bett, Junge. Nein, du sollst doch nicht draufhauen. Was machen wir? 12 Stunden, komm. Einmal schön durchknacken. Damit du mal wieder zu Kräften kommst, Junge. So, dann haben wir gleich ein bisschen was vor. Da bin ich mal gespannt. Ob wir da Eisen finden. Eisen wäre richtig, richtig gut. Das wäre richtig super. Spiel gespeichert. Sehr schön. 7.15 Uhr. Um einen halben Tag schon wieder rum. Ich möchte... Ich wünsche mir... ich wünsche mir eine Holzkiste. Wenn ich die jetzt auch noch finde... Verbesserter Herd. Ja, guck mal hier. Da kannst du dann kochen. Stromgenerator. Einfacher Herd. Da brauchen wir Ziegel. Ziegel könnten wir auch schon herstellen. Das wäre auch mal eine gute Sache. Eine kleine Truhe. Was brauche ich? Holzplatte. Holzplatte. Holzplatte kann ich doch herstellen. Komm, gib mal das Holz her. Was lege ich denn da erstmal rein? Ja, komm, die Flasche packe ich mal rüber. Und dann packen wir das Holz hier rüber. Und dann machen wir einfach von dem... Machen wir von dem... Ja, na, das ganze... Nee, das ganze Holz will ich nicht verarbeiten. Machen wir hier... Machen wir mal 10 Platten. So, dann können wir mal die Post lesen. Von Jack. Ahoi! Ich möchte dich nur daran erinnern, dass ich Boote baue und verkaufe. Hahaha, großartige Boote. Das will ich doch sehr hoffen. Schau mal bei mir vorbei, falls du ein neues gebrauchen kannst. Alles Gute. Boah, das wird bestimmt richtig teuer. Oder ich darf die ganzen Materialien anschleppen. Gut, den Jack müssen wir mal besuchen. Aber erstmal müssen wir gießen. Und da können wir jetzt mal feststellen, wie das denn ist. Ich stelle mich jetzt mal hier so hin. Ja, hier so. Und dann gieße ich mal. Naja, es sind immer nur 2. Also
4 wird schwierig. Ja, gut, das hat das hintere. Das ist ein bisschen Zufall, glaube ich, ne? Also, wenn man sich dazwischen stellt, dann schaffen auf jeden Fall 2. Gut, vielleicht kann man später auch die Gießkanne noch erweitern. Das kann ja auch sein. Aber ist schon ganz gut. So macht er 2 Felder. Das finde ich schon prima, eigentlich. Das ist schon eine gute Sache. Ja, ich habe zu wenig Wasser. Okay. Dann holen wir mal Wasser. Essen muss ich auch gleich nochmal. Schütteln wir mal so ein bisschen die Bäume hier. Ja, das holen wir. Apples. Apples kannst du ja gar nicht genug haben im Moment, ne? Irgendwann ist es wahrscheinlich vorbei, aber... Füttern wir damit wahrscheinlich Tiere. Aber erstmal füttern wir uns selber damit. So, mal voll das Ding. Pass auf, dass da kein Fisch drin ist. Oh, hier, Apfel. Apfel. Und dann müssen wir erstmal frühstücken. Dann müssen wir erstmal... ein paar Äpfel snacken. Ah, es geht eigentlich schon ganz gut, ne? Haust du 4 Äpfel weg. Ist ja erstmal satt. So, komm, noch eine Melone. Ah, sag ich Melone. Eine Kokosnuss. Bei mir ist irgendwie alles Melone. Ne? Ob das jetzt bei The Infected ist oder hier. Alles Melone. So, ich kann das... Ja, meine Tasche ist voll. Hat er aber recht. Muss man ihm leider mal so zugestehen. So, jetzt geht's wieder. Jetzt bauen wir noch eine Kiste. Und dann gehen wir gleich mal in die Mine. Ab in die Mine. Ne, beziehungsweise erstmal wird das da oben noch gegossen, Mensch. Ich dachte mir, das Zeug eingeht. Das wäre auch... Ich will es mal nicht ausprobieren, was dann passiert. Ob das nicht mehr weiter wächst oder auch eingehen kann. Falls das jemand von euch schon schmerzlich erfahren musste, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Warum stehe ich jetzt nicht dazwischen? Oh. Na, guck mal hier. 66%, ey, das ist bald fertig. Warum? Hier habe ich nichts angepflanzt. Das ändern wir jetzt auf jeden Fall. Machen wir da noch Kartoffeln hin. Machen wir da hin. Zack und zack. Ja, gegossen haben wir schon. So, wunderbar. Dann kommt auf jeden Fall eine Kiste jetzt hier rein. Wir brauchen noch eine Kiste. Aber sowas von. Aber nicht über das Menü. Sondern hier rüber. Eine kleine Truhe. Was ist denn eigentlich mit der anderen Truhe? Ne, ich glaube, da brauchten wir schon... Kann ich noch eine bauen? Sauber. Ja, stehen alle ein bisschen egal, aber das ist egal. Weißt du was, dann machen wir in die Kiste jetzt einfach mal die ganzen Saaten. So, was haltet ihr davon? Das ist doch eine gute Idee. Na, dann wissen wir, in der Kiste nur Saaten. Genau, in die Kiste mache ich jetzt mal Holz, Steine, Pflanzenfaser, alles was so fürs Handwerk gebraucht wird. Guck mal, das kann ich dann noch alles hier so ein bisschen... Das noch rüber. Guck mal, da habe ich voll viele Steine. Das hier auch. Was ist das denn da? Bioabfall. Riecht zwar nicht gut, kann aber als Dünger oder Material für etwas eingesetzt werden. Nehmen wir das mal mit. Vielleicht können wir schon was düngen. Na, das Fett packe ich noch rüber. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich gar nicht alles in die Kiste, ne? Oder? Oh, doch, das wird was. Ich bin noch mal gespannt, was maximal Größe von den Stacks ist. Wir sind hier schon 147. Das finde ich wirklich gut. Oh, da brauchst du nicht so viel Slots für den ganzen Tüdelüt. So, komm, lass mal schauen, ob wir den Dünger verwenden können. Dünger, 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 Dünger. Hau ich mal auf die Kartoffeln hier, guck mal. Halt. Muss ich hier erstmal in den Slot packen. Machen wir auf die... Okay, kann ich nicht machen. Kann ich jetzt nicht auf den Slot auswählen. Okay. Gut, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Mine. Und wollen schauen, dass wir Eisen kriegen. Aber Eisen wäre so richtig super. Das wäre so mega. Wer bist du denn hier? Moin, hallo, Frosch. Kann ich mit euch reden? Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe eine Machete in der Hand, Leute. Ich will euch nicht hauen. Ich will mich hier nicht gleich unbeliebt machen. Gerade eingezogen. Schon Frösche erschlagen. Das kommt nicht gut. So, mal gucken, ob die Steine noch da sind. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. So. Kann ich das hier auch verkloppen? Nein, das kann ich nicht verkloppen. Sag mal. Hey, hey. Hau das weg. Jetzt, ja. So, mal schauen, was da alles drin ist. Ich hatte schon gesehen, Steine bei dem, was wir gestern abgebaut haben. Und Eisenerz. Jawoll. Richtig gut. Boah, ist das super. Krass, das kann ich auch schon verkloppen. Ah, okay, er muss kurz Luft holen. Dann lassen wir mal ein bisschen Luft holen, ne? Besser ist. So, jetzt ist es genug.
Und da sammeln wir ordentlich EP bei Abbau. Das ist schön. Jetzt komme ich hier weiter. Ah! Au! Oh. Ja, gewonnen! Maniok-Samen. Maniok-Samen. Kann im Frühling oder Sommer. Okay, aber nur eine. Und Fett haben wir bekommen. Oh, ein Kupfererz. Oh, das ist... Also, jetzt wird es ja mal besser hier. Richtig schön. Das freut mir, wa? Kann man die Großen ja auch wegkloppen. Brauchst du Luft, ne? Ja, das ist das Problem halt. Der hat noch so wenig Ausdauer, ne? Wie kriegst du denn mehr? Komm, wir essen einfach mal einen Apfel. Hast du die verdient? Hast du die echt verdient? Also, muss ich schon sagen, für die Leistung... Eine Fledermaus erschlagen, schön Eisen bekommen, Hut ab. Oh, da muss eine alte Oma lange für stricken. So, was kriegen wir hier raus? Ein bisschen mehr wahrscheinlich, ne? Oh, also ich werd ja überhäuft hier mit Erzen. Golderz. Meine Herren. Kupfererz. Er braucht ganz schön Ausdauer, der Junge, ne? Wieso verliere ich jetzt Ausdauer? Alter Junge, erhol dich bitte mal. Ach, für das reine Laufen brauche ich schon Ausdauer? Ach, weil ich sprinte die ganze Zeit. Genau. Okay, sollte ich nicht machen. Das sehe ich jetzt erst. Okay, beim Sprinten verbrauchst du Ausdauer. Verstehe ich gar nicht. Ich kann den ganzen Tag laufen. So, kein Problem. So, zack. Nee, da in die Luft ist schlecht. Genau, das machen wir. Ach, deswegen hat der Kollege auch so wenig Ausdauer. Was ist das denn? Roterz? Boah, ist das irre, was es hier alles gibt. Und das ist ja gerade wahrscheinlich erstmal der Anfang. Wenn du hier weiter in die Mine kommst, kommt da wahrscheinlich noch viel mehr. Also das freut mich. Da bin ich, das finde ich wirklich schön. Da bin ich sehr positiv überrascht. Dann wirst du gleich überhäuft mit Erzen. Sehr schön. Ja, danke. Golderz, Steine, Eisenerz, Kupfererz. Und das alles aus einem so ein Ding. Mehr kannst du ja gar nicht erwarten, ne? Jawohl. Ja, das muss ich mal ein bisschen. Wie weit sind wir denn beim Abbau? Wo ist Abbau? Da ist Abbau. 47, okay. Bau einen Hühnerstall haben wir auch schon. Oh, das wäre richtig gut. Aber der muss ich auch... Hoppala. Da muss ich auch einen Huhn kaufen. Und so ein Huhn ist bestimmt gar nicht billig. So ein Lamm kostet 100. Müssen wir mal gucken, wie wir Geld kriegen. Ja, wahrscheinlich... Jo, Abbau verbessert. Was kriege ich denn da jetzt als nächste Stufe? Abbau. Achso, ich habe bei Anbau geguckt, ich Eumel. Abbau. Beim Abbau findest du normale und seltene Erze, können zu viele Gegenstände verarbeitet werden. Für den Abbau unterschiedlicher Felsen erreichst du neue Level. Jedes Level. Ja, das weiß ich ja schon. Ah, okay. Aktiviert. Erzanlage. Verwendet das Baumenü. Eine Erzanlage. Mhm. Die Chance, farbige Erze zu finden, erhöht sich um 10%. Sie wird sich mit dem nächsten Level stapeln. Eine Erzanlage. Kann ja sein, dass ich dann irgendwie so ein Gerät hier hinstellen kann, das dann automatisch Erze sammelt. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja, komm, der ist jetzt ganz schön kaputt schon. Wir gehen einmal zurück und schmelzen den ganzen Kram mal ein. Krass, das kannst du alles weghauen hier vorne. Boah, ist das richtig gut. Merkt man gerade, dass ich irgendwie ein bisschen begeistert bin? Nee, ne? Überhaupt nicht. Das ist ja prima. So, dann hier einmal lang. Moin, Frösche. Wo ist denn der Grüne? Wo ist denn der Kollege? Der grüne Kollege, wo ist der hin? Hat schon Feierabend, ne? So, dann können wir doch gleich mal den Ofen in Anspruch nehmen hier. Ich möchte gerne... Ah, ich brauche Feuerholz. Okay. Feuerholz konnte ich hier machen, ne? Jo, was brauche ich? Natürlich Holzklotz. Aber den haben wir doch. Das ist überhaupt kein Problem. Also Feuerholz können wir machen. Ja, dann bauen wir mal die Maniok-Samen hier rein. So, sehr schön. Und dann machen wir Feuerholz. Wie viel Feuerholz braucht man denn? Wenn ich jetzt einen Barren mache, brauche ich ein Feuerholz? Oder wie ist das? Ja, okay. Und er macht jetzt zum Beispiel drei Eisenbarren aus einem Feuerholz. Ja gut, komm, wir machen erstmal ein bisschen Feuerholz, ne? Wie viel machen wir denn? Ah, machen wir erstmal 12. Hoppala. So, dann muss ich meine Holzklötze erstmal wegbringen hier. Zack. Dann machen wir gleich schön Eisenerz. So, ich muss mal was essen, was trinken.
Oh, weg den Kram. So, was essen wir auch noch nicht. Ja, was trinken natürlich, meine ich. Oh, finde ich das schön. Toll. Super. Gut, die Flasche voll machen geht auch. Also es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt die Kokosnüsse isst oder das Wasser holst. Das könnt ihr da machen, wie ihr wollt. Das ist Wumpe. Ein Vögelchen. Wo bist du? Vögelchen, ich brauche eine Brille. Ich kann dich nicht. Ich kann dich nicht so richtig sehen. Ist so verschwommen. Ja, das ist, weil er jetzt so weit dicht dran ist, ne? Das ist der Fokus. So, mach mal fertig hier, Junge. Dann. Das wäre auch interessant, wenn ich jetzt gleich ins Bett gehe, ob der dann weitermacht. Wenn ich jetzt Erze herstelle. So, fertig. Sehr gut. Und jetzt machen wir Eisenbahnen. Wie viel kann ich aber machen? Na, 12 hätte ich wohl nicht. Na, er sagt mir wie viel. Boah, Wahnsinn. Bam. Ja, da brennt das Ding. Das läuft. Wie geil ist das denn? Der qualmt da vor sich hin. Morgen schon Brokkoli fertig? Könnte sein, ne? Der müsste morgen fertig sein. Sind immer 33%, oder? Dann fehlt noch 1%, ich weiß. So, komm, ab ins Bett. Ich bin voll. Ich will es wissen. Ich will wissen, was passiert. Leg dich pennen. Vor allem bin ich gespannt, ob das weitergeht mit dem, Dings, mit dem Erz. Also hier ist echt oft schlechtes Wetter, muss man sagen. So, 5 Uhr, 6 Uhr. Perfekte Zeit zum Aufstehen. Ja, der macht weiter. Das ist schön. Richtig schön. Was können wir noch machen? Ziegel könnte ich auch machen. Brauche ich Feuerholz? Ich habe natürlich kein Feuerholz mehr. Gold könnte ich noch ein bisschen machen. Ziegel braucht ihr auch für irgendwas, ne? Wir gucken jetzt erstmal. Was braucht denn zum Beispiel... Nee, das kann ich hier nicht sehen. Was braucht denn zum Beispiel so ein Hühnerstall? Ist der hierbei? Nein. Kleines Aquarium, wo ist... Da. Ist das hier mit bei? Feigenbaum, Kalb? Wo sind die Hühner? Küken. 400 Münzen, das ist schon ganz ordentlich, ne? So, Bienenstock, Schweinestall, Hühnerstall, da ist er. Da brauchst du 30 Holzplatten, 20 mal Packung Nägel und 8 mal Seile. Klingt machbar, ja. Aber ich müsste ja erstmal Geld verdienen, ne? Guck mal, da brauchst, und dafür brauchst du auch schon 500 Münzen. Ja, ich muss ja erstmal Kohle verdienen. Ich muss wahrscheinlich erstmal was ernten, dann teilweise verkaufen. Können wir schon was ernten? Hier schon was fertig. 66%. 100%. Meine Taschen sind voll. okay. Dann machen wir erstmal ein bisschen Platz in der Tasche. Dann machen wir erstmal ein bisschen Platz in der Tasche. Ja komm, packen wir das mal alles hier rein. So. Silbererz. Kupfererz. Wahnsinn, was wir schon alles haben. Nee, ich will jetzt erstmal alles ernten. Wir ernten jetzt erstmal. Jetzt wird erstmal geerntet. Erntezeit ist soweit. Sammelt das ein. Genau. Das noch ein bisschen hin. Ey, das wächst ja sogar nochmal. Das ist ja gut. Das finde ich ja richtig gut. So, was ist fertig? Das ist noch nicht fertig. 66. Auch 66. Und hier dauert es eh noch. Das ist ja richtig gut. Ob das denn die ganze Saison wächst? Das wäre natürlich gut. Was ist hier eigentlich los? Hier ist nichts angepflanzt. Ich habe da nichts angepflanzt. Das will ich mal gar nicht so glauben, aber es scheint ja so zu sein. Habe ich denn noch irgendwelche Saaten? Habe ich noch irgendwelche Saaten? Komm, wir machen Brokkoli hin. Weil der wächst ja eh recht schnell. Das finde ich ist gut. Machen wir Brokkoli. Schön Brokkoli. Ist gesund. Schmeckt nicht eben, aber ist gesund. So. Auch in den Kram. Sauber. Muss ich jetzt eigentlich gießen? Das sieht irgendwie alles ziemlich gegossen aus. Ist das noch von der Nacht? Vom. Ja, das ist gegossen, ne? Sonst wird er, glaube ich, auch anzeigen hier mit den Tropfen. Das ist ja prima. So, was bauen wir denn was? Was können wir hier jetzt eigentlich bauen? Okay, da bauen wir nur die ganzen Sachen, klar. Eine Angel. Hallo, eine Angel. Wir brauchen noch eine Angel. Getreide, Tierfutter. Nee, ich möchte eine Angel haben. Was brauchen wir? Packung Nägel, ein Seil, zwei Holzplatten. Und was braucht die Qualitäts... Ich brauche Silberbarren. Ich habe doch Silberbarren. Erforderliche Fähigkeit... Ah, Angeln 4. Okay, nee, wir machen erstmal die einfache. Also eine Packung Nägel. Packung Nägel, die machen wir einmal.
Jetzt habe ich 5 gemacht. Aber ich glaube, das war auch die Mindestmenge, die man machen musste. Hm. Komm, ich schüttel noch ein paar Bäumchen hier für ein paar Äpfel. Rüttel dich, schüttel dich. Nix. Da ist nischt. Da ist nischt. Macht mich nicht schlapp. Ich brauche Äpfel. Ich habe noch 2. Na, die halten ja auch nicht lange vor, ne? Na ja, gut. So, mal gucken, ob die Nägel fertig sind. Jo, Nägel sind fertig. Paff. Was hatte ich noch? Ein Seil, glaube ich, ne? Ein Seil, das machen wir Pflanzenfasern. Da holen wir doch mal ein paar Pflanzenfasern. Habe ich doch. Ich habe doch alles da. Der Captain hat doch alles. Das sind nicht wie bei arme Leute hier. So, zack. Jetzt hätte ich das Holz noch mitnehmen können, ne? Ja. Aber jeder Gang macht schlank. So, ein Seil. Und jetzt muss ich noch... Habe ich noch Holzplatten? Nee, habe ich nicht. Hat er nicht. Oder eben. Gut, das kann wieder zurück. Und dann holen wir einmal... Ja, einmal habe ich ja noch. Die können wir verarbeiten. Und paff. Boah, wie super ist das denn? Dann können wir angeln. Meine Taschen sind voll. Das ist doof. Warum? Wie viele Holzplatten brauche ich denn eigentlich für das Ding? Einen habe ich ja schon. 2. 2 Holzplatten. Und dann machen wir noch... Ja, 1 Holzplatten kann er nicht machen. Dann mach, halt, das wollte ich gar nicht. So, dann machst du 2. Den Rest packen wir jetzt weg. Ich brauche schon wieder eigentlich mehr Kisten. Ich brauche jetzt schon wieder mehr Kisten. Genau. Das packen wir einmal hier hin. Steht hier eigentlich bei, wie viel das Wert hat. Kraft, Widerstand, Marktwert. 60? Aber das ist bestimmt für eine, ne? Hier steht da Marktwert 12. Ja, warte nun. Ach, da habe ich... Ich war wahrscheinlich irgendwo falsch drüber gerade, oder? 12. 12 pro Stück. Genau, 72 für alle. Ja gut, ist ja schon Geld, ne? Sollten wir vielleicht mal verkaufen. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Markt finden. Das wird es ja irgendwo geben. Aber jetzt machen wir es mit einer Angel. Angel, Angel, Angel. Wo bist du? Da. Oh, eine Angel. Ich drehe durch. Und die hat er so schön schnell fertig. Ja, das wird morgen auch fertig sein. Das wird morgen fertig sein. Das auch. Vielleicht mache ich sogar noch... Vielleicht haue ich einfach noch ein bisschen mehr von dem Grünzeug hier ab. Ein paar mehr Saaten. Und dann vielleicht hier noch ein paar Felder hin. Das kann ja nicht schaden. Wir müssen Kohle verdienen. So, komm. Her mit der Angel. Wo ist sie? Gib mir die Angel, Junge. Machen wir auf 3. Da ist sie. Wir haben eine Angel. Richtig gut. Aber wir angeln erst in der nächsten Folge. Und alle so, oh. Ja, nächste Folge wird auf jeden Fall geangelt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dann schauen wir mal, was wir alles fangen können. Kann ich die auch angeln, Vogel? Nee, ne? Schauen wir mal, was wir alles zu angeln kriegen. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut, wie gesagt. Und ich verbleibe mit einem Ciao, Ciao.